einzigartig ist, glaube ich, das Wort, was es am besten beschreibt. Also es ist ein tolles Erlebnis. Ich glaube, es macht auch Kunst ein bisschen einfacher. Man kann einfach herkommen, man kann sich fallen lassen und man sieht einfach alles. Man kriegt dabei noch eine Geschichte erzählt und sieht es auf so großer Leinwand. Also ich glaube, das ist für jeden ein Erlebnis. Ich finde es immer wichtig bei solchen Konzepten, dass man eben nicht die Technik zum Star macht und nur über große formatige Bilder und Projektionen versucht, einen Effekt zu erhaschen, sondern dass man darüber hinaus eben eine Geschichte erzählt und diese auch dramaturgisch aufbereitet. Wir sind im Monets Garten und sind von den Impressionen hier ein bisschen überflutet gerade. Farben, Licht, genau das, was Monet ausmacht. Monets Garten ist eine immersive Ausstellung, die man einfach nur erleben kann. Man muss nichts können. Man kann einfach kommen und sich das ansehen und staunen. Und man ist eine Mischung zwischen einem Film und einer Ausstellung. Und wenn man geht, dann weiß man eigentlich, wer Monet war. Es war wunderschön und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen und es hat super viel Spaß gemacht, hier durch die Gegend zu gehen und mit all den Lichtern zu spielen. Das ist wunderschön. Es ist richtig nice hier.